Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabaltor. Ja, das kleine Schnuckeltchen freut sich auch im Hintergrund. Ich habe übrigens keine Vorschläge bekommen. Sie war ganz, ganz traurig, die süße Maus. Ich habe keine Vorschläge für einen neuen Namen bekommen. Deswegen nenne ich sie wirklich einfach mal Schnuckeltchen. Wir befinden uns immer noch hier oben und eigentlich wollte ich hier schiffsbrüchige Seeleute finden. Ich gehe mal davon aus, dass der hier hinter uns auch dazu gehört. Die können ja schon mal so an... Ja, ist auch ein Seemann. Die können ja schon mal an anderen Stellen stehen. Bei Anuyils Gnade, ich brauche eure Hilfe. Ma'ormer haben unser Schiff angegriffen und die Überlebenden der Mannschaft gefangen genommen. Was ist geschehen? Als sich unser Schiff Jodes Tasche näherte, hat sich ein schwarzer Nebel über die See gelegt. Kurz darauf haben die Ma'ormer angegriffen und das Schiff geentert. Viele meiner Kameraden wurden abgeschlachtet. Wer hat sonst noch überlebt? Die Ma'ormer haben den Kapitän und einige Leute aus der Mannschaft gefesselt und anschließend fortgebracht. Die, die nicht wie ich von Bord gesprungen sind, haben sie getötet. Einige andere haben sie erwischt, als sie an Land schwimmen wollten. Ich fürchte, dass die Ma'ormer die Gefangenen foltern, wenn sie nicht bald gerettet werden. Ich werde die Gefangenen befreien. Ich habe entlang des Strands mehrere Ma'ormer-Lager entdeckt. Die Überlebenden wurden wohl auf sie aufgeteilt, um sie dort zu verhören. Das ist es, was sie immer machen. Verhören, foltern und dann bringen sie einen um. Nach wem soll ich suchen? Die Ma'ormer haben Quartiermeister Eranka und Bootsmann Faranya vom Achterdeck geschnappt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sie auch den Zimmermann und zumindest einen der Stürmer erwischt haben. Der erste Mad Valion und Kapitän Seritenya sind auch irgendwo, aber ich habe sie nicht gesehen. Also, wenn mir das einer erklären kann, was die jetzt mit Stürmer meinen, weil das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Es muss sich ja irgendwie um ein Schiff handeln. Also wenn da draußen irgendein ja, begeisterter Schiffsliebhaber oder wie auch immer ist, der kann mir vielleicht erklären, was mit Stürmer gemeint ist. Ich musste jetzt tatsächlich das erste Mal an Fußball denken. Warum war das Schiff so nah an der Küste? Wir sind Lichtern gefolgt. Küstenlichter, so dachten wir, würden uns einen sicheren Weg durch diesen schrecklichen schwarzen Nebel führen. Er hat selbst die Sterne über uns verdunkelt. Wir konnten nur noch die Lichter sehen. Dann stellt sich heraus, dass die Ma'ormer sie entzündet haben, um uns anzulocken, bis wir auf Grund liefen. Ja, die modernen Sirenen, ne? Aber das kennen wir ja eigentlich schon. Wir müssen, glaube ich, hier rum. Weil sowas Ähnliches haben wir ja in Kenasis Rast auch erlebt. So, jetzt bin ich nur mal am Gucken. Wo sind die denn jetzt hier? Bootsmann? Da müsste noch einer sein. Och Gottchen. Warum haben die auch gerade immer dann, wenn ich auf die Aufnahmetaste drücke, so viele Sachen hier stehen? So. Guten Tag. Ich wollte nur mal kurz die Gefangenen befreien, dann bin ich direkt schon wieder weg. Sie haben uns getrennt. Findet die anderen. Mach ich sehr gerne. Wenn ich weiß, wo die sind. Moment. Ich muss mal ein bisschen weiter wegstellen, weil ich habe dann lieber gerne die Übersicht, wo die Leute stehen. Wir waren aber gerade nicht da. Habt ihr Erzzauberin Samit gesehen? Ihre Anführerin? Nö. Aber warte, ich nicht ist, kann ja nur werden, ne? Reden kann ich auch nicht mehr. Ich muss wieder vorausschicken, ich habe heute wieder Migränetag. Es tut mir leid. Aber ihr kennt das ja. Wo ist der Captain und der erste Mat? Auch mit dem Kopf unter dem Arm versuche ich euch trotzdem noch die Aufnahmen zu machen. Da. Hallo. Sie haben Kapitän Seritenya und den ersten Mat Valion zu den östlichen Klippen gebracht. Okay, gehen wir hin. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wieder. Die Schlacht beim Bier? Ich habe heute die Schlacht beim Becher gewonnen. Hoch auf ihn gehoben und dann runter. Damit ich habe die Schlacht beim Becher gewonnen. Ihr geht mir auf die Nerven. Beim Becher, ihr seid jetzt tot. So.
Ich möchte das noch zu Ende lesen. Ich habe heute die Schlacht beim Krug gewonnen. Ja gut, ich glaube, wir brauchen das gar nicht zu Ende zu lesen. Also er hat die Schlacht beim Becher gewonnen, er hat die Schlacht beim Krug gewonnen, er hat die Schlacht beim Fass gewonnen und ich habe heute die Schlacht beim Bier verloren. Ich habe die Schlacht beim Bier verloren, ja. Das bezweifle ich nicht bei diesen Texten. Runter damit, sag ich noch, und schon lag ich am Boden. Ich habe die Schlacht beim Bier verloren. Ja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Muss ich denn da hin? Auf die andere Seite, oder? Rettet den ersten Mart und den Captain. Achso, war das gar nicht der Captain, mit dem er jetzt eben wieso... Ach, wieso reite ich eigentlich schon wieder nicht? Ja. Den wir jetzt eben da befreit hatten. Oh, hier ist die... Oh, das ist wieder so blöd gemacht, ne? Moment, musste ich da von der anderen Seite hoch oder musste ich tatsächlich so blöd springen von der einen Seite? Nee, aber eigentlich... Achso, doch, da ist er. Okay, dann machen wir die erstmal gleich. Die laufen mir sowieso hinterher. Wahrscheinlich, weil ich so gut aussehe. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das für ein fauler Trick der Maormer? Noch ein Versuch, meine Zunge zu lösen? Ich habe einen Teil eurer Mannschaft gerettet. Wo ist der Captain? Ihr seht nicht wie eine Maormer-Spionin aus. Ich muss mich bei euch auf meinen Instinkt verlassen. Der Kapitän wurde von Erzzauberin Samit zum Verhör geholt. Ich bin sicher, ihr wisst, was das bedeutet. Wisst ihr, wo der Captain jetzt ist? Ich werde jemanden finden, der diese Frage beantwortet, sobald ich meine Rüstung und meinen Schild zurück habe. In der Zwischenzeit muss ich euch um einen Gefallen bitten. Geht auf unser Schiff und vernichtet ein Dokument von größter Wichtigkeit. Es darf nicht in die Hände der Maormer fallen. Ja, super. Soll ich nicht vielleicht mich erstmal um die andere kümmern? Was für eine Art Dokument ist das? Ein Talmor-Flottenmanifest. Es beschreibt die Flottenbewegungen des Talmor in allen Einzelheiten. Wer, was, wo und wann. Sein Wert für Piratenabschaum wie diese Maormer ist offenkundig. Das Manifest darf nicht in ihre Hände fallen. Es muss verbrannt werden. Betrachtet es als erledigt. Unser Schiff ist nicht weit von diesem alten Wrack auf Grund gelaufen. Das Manifest ist zwar als gewöhnliches Buch getarnt, aber es wird nicht lange dauern, bis sie seine wahre Bedeutung herausfinden. Sobald ich bewaffnet bin, treffe ich euch an Bord. Lasst euch nicht aufhalten. Mach ich nicht, aber was ist denn jetzt mit der einen, die ich eigentlich retten sollte? Die soll ich jetzt auf einmal nicht mehr retten, oder was? Ach, Moment, Moment. Das Schiff ist da hinten das große, oder? Dann reiten wir hier mal durch. Ja. So, in der Hoffnung, dass wir hier nicht vom Pferd runterspringen. Komme ich denn? Ja doch, hier komme ich hoch, okay. Du bist jetzt nicht derjenige, den ich suche, oder? Weil die liegen hier jetzt alle so... Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, weil jetzt hier schon ein Spieler rumgelaufen ist. Und ob das was anderes ist. Ich wollte gerade sagen, warum ist das Schiff so schief? Aber klar, wenn es auf Grund gelaufen ist, muss ich nach unten. Ja, ne? Ich dachte, du bist schon tot. Sorry. So, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Hier mal was zum Verbrennen. Sinkt das Schiff jetzt noch mehr oder kann ich hier auch noch raus? Das hört sich gerade irgendwie ganz böse an. Als ob da noch Bewegung drin ist. Okay, findet den ersten Mart Valion. Nicht oben. Doch, oder? Auf der gegenüberliegenden Seite? Ach nee, hier. Denkt ihr, eure Freunde werden euch jetzt helfen? Wir waren damit beschäftigt, unsere Gefangenen zu befragen. Habt ihr gefunden, weshalb ihr gekommen seid? Ja, ich habe das Manifest vernichtet. Gute Arbeit. Mit diesem Manifest hätten die Maormer unsere Versorgungsschiffe abfangen und Waffen an sich bringen können,
die für die Dominion-Truppen gedacht sind. Sie werden diesen Angriff noch bereuen. Wir nehmen solche Beleidigungen nicht auf die leichte Schulter. Dieser Maome Halunke sagt, Erzzauberin Samet hätte den Kapitän in einer Höhle in der Nähe gebracht. Nicht weit von dort, wo ihr mich gerettet habt. Und er sagt, es gäbe einen Hinterausgang. Ich mache mich gleich auf den Weg, auch wenn ich nicht weiß, Ach so, doch, Moment, wo wir hochgelaufen sind. Da ist die Höhle, genau. Ich habe eine Stürmerin losgeschickt, um euch zu unterstützen, sobald ihr in der Höhle seid. Meine restliche Mannschaft und ich sichern den Ausgang. Seid auf der Hut. Die Maomer fürchten schon den bloßen Namen von Erzzauberin Samet. Möge das Licht der Altmer euch leiten. Seid unbesorgt. Ich werde den Käpt'n retten. Wenn ich die Richtung finde, wo ich wieder runterkomme. So, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das da hinten ist, was man von hier aus schon sieht, wo wir hochgelaufen sind, wo wir eigentlich gar nicht hoch wollten eben. Wo kommen die denn jetzt alle hier angelaufen? Ist das das gar nicht? Die Organscreme? Nee? Talmor-Stürmerin in der Höhle. Höher. Ja, wo ist das denn dann? Hier. Ihr wollt mich doch veräppeln. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier den Strand entlang. Und irgendwo da hoch. Moment, ich komme hier erstmal vom Strand wieder hoch, oder? Ja. Muss ich jetzt mal gucken. Da können wir rum. Ah! Dann hatte ich doch recht, dass ich... Nee, das sind die gleichen. Ihr wollt mich jetzt veräppeln, oder? Warum soll ich nach hier kommen wegen der Stürmerin, wenn ich da direkt am Eingang gestanden hätte und da die Stürmerin war? Alter Schwede, dieses Spiel. Also manchmal sind da Sachen drin, wo ich mich ernsthaft frage, was soll der Quatsch? Sind die hier verpackt gewesen oder was war das jetzt gerade? Also das ist ja jetzt totaler... Hi, ich war schon mal hier, bin jetzt auf der... Achso, Stürmer. Der erste Madvalion hat gesagt, dass ihr euch hier mit mir treffen würdet. Ja, erklär mir doch mal bitte, was ist ein Stürmer? Womit haben wir es zu tun? Mit der Erzzauberin und ein paar anderen ein Stück den Weg dort vor uns hinunter. Mit eurer Hilfe sollten wir sie mühelos beseitigen können. Die Zauberin bündelt Energie in eine Animus-Geode, die mit dem Kapitän verbunden ist. Ich hörte sie etwas über Erinnerungen erzählen. Ach, das war bestimmt die, die da so komisch verbuggt war gerade. ja, weil mich das Spiel auf die falsche Seite hier reingebracht hat. Erinnerungen? Ja, ich fürchte, die Erzzauberin setzt die Animus-Geode ein, um ihren Opfern die Erinnerungen zu rauben. Wenn das der Fall ist, müssen wir die Animus-Geode vernichten, bevor der Kapitän ihrer Wirkung erliegt. Dann müssen wir schnell handeln. Folgt mir. Meine Klingen stehen zu euren Diensten. Geht voran. Los geht's. So, ich habe schon mal geguckt, waren nicht so viele Leute. Wir können einfach durchlaufen. Ihr könnt nicht widerstehen. Er lebt noch. Ich hatte gerade kurz ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts gemacht hatte eben. Sie lebt noch. Er lebt noch? Guck mich mal an. Ich glaube, er lebt noch. Oder? Doch eine Sie. Ich habe noch nie solchen Schmerz gespürt. Oh. Die Maoma sind wenig besser als Tiere. Geht es euch gut? Ich glaube schon. Durch die Zerstörung der Animus-Geode habe ich all meine Erinnerungen und mein ganzes Selbst auf einen Schlag zurückgewonnen. Bis zu eurer Ankunft dachte ich, meine Mannschaft sei verloren und unsere Geheimnisse wären enthüllt. Sie haben es aber nicht in die Finger bekommen, oder? Das Manifest. Es wurde ein für alle Mal vernichtet und der erste Maat, Valion, sollte inzwischen beim Höhlenausgang sein. Gaukelt mir mein Verstand etwas vor? Ihr sagt, der erste Maat Valion hätte überlebt?
Ich habe den ersten Mart Valion und einen Teil eurer Mannschaft gerettet. Sie leben noch? Was für eine Erleichterung! Ich sah, dass sie tot waren, zerschmettert, alles am Ende. Diese Zauberin hat mich mit solch schrecklichen Visionen gequält. Aber sie sind in Sicherheit, dank euch. Bitte geht voran. Bringt mich weg von diesem Ort. Ich werde euch folgen, wenn auch langsam. Ja, kein Thema, solange ich nicht langsam laufen muss. Hier entlang, der Ausgang im Süden sollte sicher sein. Der ist sicher, da kam ich ja schließlich rein. Achso, nee, jetzt wollen sie auf die andere Seite mit mir. Jetzt sollen wir hier rum, okay. Kommen die jetzt wieder? Ist aber schnell unterwegs hier. Sagt die noch, die ist nicht so schnell. Rennt die hier mit Vollmarsch hinterher. So, das sind die Bösen. Wo sollen wir jetzt hin? Trefft die Mannschaft am Höhlenausgang. Ja, ey. Was ist mit dieser Quest los? Alter. Jetzt kommt mit, dann treffen wir die halt auf der anderen Seite. Ey, der zeigt mir an, ich soll in die andere Richtung laufen. Das seht ihr ja oben auf der Minimap. Das Weiße ist immer die aktuelle... Ja, jetzt, wenn ich hier bin, soll ich jetzt nach hier oder was? Achso, das ist nur... Ah! Also wenn die zweite Quest auch so verwirrend ist, dann habe ich keine Lust mehr. Ach, du sagst nichts. Funke, geh mal weg da. So wenige. Aber es ist gut, sie endlich wiederzusehen. Könnt ihr es von hier aus alleine schaffen? Mit dieser Gruppe? Auf jeden Fall. Wir werden uns auf dem Landwege nach Vulgvasten durchschlagen. Ohne euch wären wir verloren gewesen und die Maorme hätten unsere Geheimnisse erfahren. Diese Rettung bringt eurem Namen große Ehre, meine Freundin. Möge Auriel euch führen. Und wir erhalten ein Sturmschild, passend, in erfüllt vom Set Donnerkäferpanzer. Ja. Achso, das sind die anderen, ich wollte gerade sagen. Gut, ich würde fast sagen, wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Schiffe der Maoma unter dem blinden König. Ich würde fast sagen, da wir hier jetzt noch zwei Aufgaben haben und die Aufgabe jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat, als ich dachte, dass ich mich mal... Ich bin am Überlegen, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Da muss ich wieder durch das ganze Gewusel durch, denke ich mal. Dass ich mich erstmal hier vorne... Nee. Hä? Ach so, das ist hier dieses Zeichen. Ah, okay. Dass ich mich hier vorne durchschlage und dann zu die Schiffe der Maoma gehen werde. Und wenn das nicht zu lange dauert, wir dann in der nächsten Folge halt eben hier vorne unter dem blinden König oder was das jetzt war, auch noch machen werden. Für heute ist es aber erstmal, ist es das erstmal gewesen? Ja, ich sage ja Wortfindungsschwierigkeiten, wenn man Migräne hat. Manchmal hört man es mir nicht so an, aber ja, wenn ich so rede, könnt ihr sicher sein, dann habe ich wieder irgendwelche Schmerzen im Kopf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich dann ohne Kopf unterm Arm. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!